Hallo. Hallo zusammen. Und herzlich willkommen zu Fersengold TV Folge 119. Diesmal ist es eine ganz besonders schöne Folge, denn es geht eigentlich um euch. Denn wir möchten uns mal an dieser Stelle bei euch bedanken für das, was letzte Woche geschehen ist. Wir haben ja letzte Woche am 23. Mai unser erstes Fersengold Online-Konzert, ich sag mal, erfolgreich durchgeführt, weil so viele Leute von euch haben mitgemacht, haben Ticket gekauft. Das war so schön und bei dem Konzert haben wir gesagt, wir bringen ein Crew-Shirt heraus. Mit der Aufschrift, mit uns durch den Sturm. Wenn ihr das kauft, haben wir gesagt, geht der komplette Erlös an unsere Crewmitglieder, die ja momentan auch nicht arbeiten können und kein Geld verdienen. Das bedeutet aber nicht nur für uns weniger Einnahmen, sondern es bedeutet vor allem für unsere Crew ganz erhebliche Einnahmeeinbußen. Und was ihr jetzt gemacht habt, ist der blanke Wahnsinn. Ihr habt so viel gekauft, dass wir unseren lieben Leuten jetzt einen riesigen Scheck überreichen konnten. Wir können jetzt wirklich für jeden einzelnen von unseren 8 Crewmitgliedern, die fest mit uns touren, einen Betrag von 2.800 Euro auf den Scheck schreiben. Das war echt unglaublich und das haben wir euch zu verdanken. Also ich kann euch sagen, bei der Übergabe war Sprachlosigkeit doch eher das Phänomen der Stunde. Und wie das Ganze aussieht, das seht ihr jetzt. Jetzt könnt ihr euch ein bisschen die Reaktion unserer Leute angucken. Viel Spaß dabei. Willkommen bei Fersengold TV. Moin. Ja, du hast überhaupt keine Ahnung, warum ich anrufe, ne? Nee, so gar nicht. De Vries. Hola, Kevin. Komm mal ran hier. Hi, Tams. Na, wie geht's? Hallo. Ja, alles gut bei dir? Heute ist Regina dran. Und zwar habe ich unter einem Vorwand ein Treffen rausgeholt für heute. Franz, ich hoffe, es geht dir gut bei dem Wetter. Ist gut. Ja. Piano. Danke. Moin, moin, moin. Ne? So, ich kenne den doch. Ja, hatte ich auch gerade. Wir haben keinen Überfall auf dich. Die Fanaktion ist zu Ende mit dem Shirt. Wie du dich erinnerst, haben wir beim Online-Konzert eine Crew-Shirt-Aktion gemacht. Shirts verkauft quasi, wovon der Erlös an unsere Crew geht. Dabei kam ein Betrag zustande, der uns ganz erstaunt hat. Deswegen bin ich hier. Ich habe dir was zu überreichen. Siehst du diese Zahl hier oder ist sie bei dir spiegelverkehrt? Bei mir ist sie nämlich spiegelverkehrt. Ich sehe sie. Happy Birthday. Liebe Grüße von der Band und von den Fans. Ich hab auch diesen tollen Scheck gebastelt. Schöne Grüße von den Fersengold-Fans. Ja. What? diesen Scheck hier, den habe ich dir im Namen der Band und vor allem im Namen der Fans zu überreichen. Diese Zahl hier, das ist wie viel du kriegst. Das ist für dich. Was? Ja. So. Was? Oh mein Gott. Was? Ja. Wir haben gesammelt, wir haben Shirts verkauft für euch, hast du gesehen, oder? Ja, aber das... Das ist deins, ja. Nur meins? Das ist deins. Und so viel ist tatsächlich für dich zusammengekommen. Wie bitte? Ja. Und ja, das werden wir dir dann überweisen. Aber es ist kein 1. April gerade, ne? Das hier ist deiner. Wow. Wow. 2.8 und würde ich dir in den nächsten Tagen überweisen. Mega. Vielen, vielen Dank, ey. Never. Nein. Die Kraft. Ich weiß, ich habe noch nie einen Scheck ausgefüllt. Ich weiß gar nicht, ob der richtig ist. Die sind groß, wie soll ich den zur Bank kriegen? Ja, ja, genau, genau. Das ist Wahnsinn. Ich habe nie damit gerechnet, dass es... Dass da so viel bei rumkommt. Selber auch nicht. Also. Was? Wir selber auch nicht. Aber. Alles von den Fans? Alles von den Fans. Die haben dieses T-Shirt gekauft. Wow. Ich bin blass. Oh Gott. Ich bin doch. Geil. Das ist die. Das ist für dich, ja. Darum bin ich hier. Schnapp dir Bier. Ich hoffe, das ist eine Hilfe irgendwie. Du hast wahrscheinlich nur. Ja, alles klar, jetzt in der Zeit. Dann musst du überlegen, wie bei allen anderen ja halt auch irgendwie ein halbes Jahr lang Arbeitsverbot. Tada! Also Kevin glaubt gerade nicht, dass das sein Anteil ist. Das ist nicht die Gesamtsumme, sondern
dein Anteil. Ich dachte, wir teilen das jetzt. Nein. Das ist doch völlig absurd. Was für treue und tolle Fans ihr habt. Krass. Genau, also das ist natürlich jetzt wirklich nur ein Blatt Papier. Aber dahinter ja, steht halt der Betrag. Oh. Oh Gott! Jetzt höre ich auf zu filmen, oh Gott, das ist sehr unangenehm. Also, ich finde es super großartig, damit hätte ich überhaupt gar nicht gerechnet. Ich habe auch nur am Rand mitbekommen und gar nicht so groß weiter breit getreten und dass es da so einen Anschlag nimmt, wow. Darum ist das echt, für die Monate zum Überwinden, ey, das ist, ja, sehr cool. Ich bin sprachlos. Ja. Ich habe am Wochenende noch zu Kevin gesagt, wenn 150 Euro bei rumkommen, dann bin ich glücklich. Aber ey, dass ihr das Assistenz jetzt so krass, das, ja, wow. Da müssen, glaube ich, noch T-Shirts unterwegs sein jetzt gerade. Das freut mich sehr. So, alles wieder gut? Nee. Ich bin echt sprachlos. Das ist heftig, Alter. Ich dachte, das ist für uns alle. Nein. Alter. Das sind mir auf jeden Fall schon mal wieder nach. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Schön. Hi, liebe Fersengold-Fans. Ja, moin, Leute. Ja, hallo, ihr lieben Fersengold-Fans. Hallo, ihr Lieben. Liebe Fersengold-Fans. Hi, liebe Fersengold-Fans. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank für die Unterstützung und den Kauf des Charity-Shirts. Dieser Schockmoment, diese Wahnsinnsüberraschung liegt jetzt eine Nacht zurück. Ich musste da eine Nacht drüber schlafen. Man ist schon davon umgehauen tatsächlich, was jetzt passiert ist, gerade mit dieser Aktion. Wie ihr bei euch selbst natürlich auch schon schmerzhaft festgestellt habt, ist es in dieser aktuellen Situation einfach nicht möglich. Heißt für uns aktuell 3 Monate lang kein Einkommen, nichts zum Leben. Liebe Leute, ich bin fassungslos. Was habt ihr gemacht? Ich glaube, es ist schon alles gesagt worden, aber auch von mir nochmal ein riesen Dankeschön. Aber nach wie vor bin ich fassungslos. Ich bin überwältigt, was da für ein Riesensupport von euch gekommen ist. Es ist wirklich Wahnsinn, was da zustande gekommen ist. Und ich vermisse das Touren auch wahnsinnig. Und hoffe, dass Regina und ich ganz bald wieder für euch im Live-Match stehen können. Es ist nicht das Geld das Wichtige, was ihr gespendet habt. Es ist wirklich die Hoffnung und auch ein Stück weit Sicherheit dazu, für uns zu wissen, dass wir nicht in 2-3 Monaten auf der Straße sitzen. Ja, und verzeiht mir, wenn dieses Video die absolute Vollkatastrophe wird, weil ich eigentlich nicht der bin, der im Vordergrund steht, sondern im Hintergrund halt arbeitet. Ich kann nicht glauben, wie viele Menschen da sind, auch für uns, die Crew, und dieses T-Shirt kaufen, um uns unter die Arme zu greifen. Ja, Zelle meinte ja schon, dass man uns eher gar nicht so wahrnimmt, dass wir uns eher so hinten, neben und ganz weit vor der Bühne irgendwie da sind und präsentieren. Wobei das ja nicht immer stimmt. Wir haben uns total gefreut und sind total geflasht, was da irgendwie zustande gekommen ist, was ihr geschafft habt für uns. Für viele von uns bedeutet es einfach ein Arbeitsverbot und ein Verdienstausfall von aktuell 3-3,5 Monaten. Da kann man nicht drum herum reden, das ist einfach nicht planbar, nicht auffangbar sowas. Ich hätte mich auch über weniger gefreut, viel weniger. Ich kann wieder leben, alles ist toll. Ich danke euch vielmals für eure großzügige Unterstützung. Ja, wie gesagt, wenn man uns, glaube ich, sieht bei der Arbeit, ich mache ja den Ton für Fersengold, ich stehe da vor der Bühne in so einem kleinen Gitterkäfig meistens und stehe an meinem Pult und Zelle halt neben mir, der das Licht macht. Wir haben nicht damit gerechnet, wir wussten nicht davon. Und wir sind alle einfach wirklich überwältigt von dieser Solidaritätswelle, die da auf einmal kam. Und ich glaube, man merkt schon, dass wir halt Bock darauf haben, was die Jungs machen, dass wir da arbeiten, ne, dass es uns auch Spaß macht, der Job. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite ist es halt auch ein Job, mit dem wir unseren Lebensunterhalt finanzieren. Und ja, das ist halt Anfang März einfach komplett auf Null zurückgegangen und weggebrochen und mussten halt alle irgendwie so an unsere Reserve dran, sofern wir welche hatten. Also meine erste Vermutung war so, dass vielleicht ein Fuffi bei rumkommt für jeden oder sowas, aber dass es so viel wird, ist, ja. Also auch danke an die Jungs und danke an Bravado, aber vielen Dank an euch, die T-Shirts gekauft haben, in einer Situation, die für uns alle einfach unfassbar schwierig ist. Wir hoffen natürlich alle, dass es so schnell wie möglich in einen
geregelten Normalzustand wieder übergeht. Danke an Fersengold, an die Band und Bravado, dass die diese Aktion ins Leben gerufen haben. Und vor allem natürlich hauptsächlich ein riesiges Danke an euch. Ja, ey, das Geld, das ihr jetzt so zusammengebracht habt für uns alle, das schleppt uns mit Sicherheit über die nächsten paar Monate weg. Ja, wir freuen uns einfach unfassbar darüber und wir freuen uns noch mehr, dass es hoffentlich bald weitergeht und wir wieder auf Tour gehen und mit euch zusammen feiern können. Die ganze Crew freut sich auch, euch bald wieder zu sehen und mit euch wieder auf Tour oder auf den Festivals zu feiern. Ihr habt einen verdammt großen Teil dafür geleistet, dass wir fröhlicher und zuversichtlicher in die Zukunft blicken können. Ich schließe mich den anderen an und freue mich sehr und hoffe, dass es ganz bald soweit ist, dass wir uns alle wiedersehen können. Ja, ey, Fans, danke, danke, danke. Vielen, vielen Dank. Bleibt gesund, riesen Dankeschön und bis bald. Danke an die Band, danke an die Fans. Ich hoffe, ihr findet, wir machen einen guten Job. Aber sonst werdet ihr wahrscheinlich auch nicht so viele oder hättet nicht so viele Shirts gekauft. Bis dahin, passt auf euch auf und macht's gut. Wir freuen uns drauf. Vielen, vielen Dank. Bis ganz, ganz bald. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ja, liebe Leute, wie ihr seht, ihr seid einfach die Allerbesten. Durch euch konnten wir unseren Leuten das ermöglichen. Was für ein Wahnsinn. Wunderschön. Herzlichen Dank. Applaus an euch. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge Fersengold TV. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dahin. Ja, Freunde, es freut mich wirklich, dass dieser Preis endlich zu Purple Chiaro zurückgekehrt ist für den weltbesten Gitarristen der Welt. Auch wenn ich nur 4 Saiten habe.